ist, wegen ihrer zusammengeschossenen Frau in den OP gerufen zu werden und ständig in Panik zu sein, dass vielleicht die eigene Tochter ist, die da vor allem auf dem Tisch liegt. Das kennst du nicht. Alles, was ich kenne, sind Männer, die auf mich schießen. Oder ich auf sie. Oder die verheiratet sind. Ich weiß. Das ist das Schlimmste, nach einem solchen Tag nach Hause zu kommen in eine leere Wohnung. So wie du. Deswegen habe ich doch immer gehofft, dass meine Tochter es wenigstens besser anstellt. So, und was mache ich dann? Heirate ich, bekomme ich eine Tochter, die ich zu ihrer Großmutter abschiebe, wenn ich Dienst habe. Und ich habe praktisch immer Dienst. Tut mir leid. Ich weiß, dein Vater und ich, wir waren wirklich keine große Hilfe für dich. Schon gut gehen. Kannst du schlafen? Kannst du mir noch ein paar